Unser Leben ist durch das Internet so schrecklich kompliziert und hektisch geworden. Da ist es doch schön, wenn jemand einfach mal innehält und erst mal ganz in Ruhe über die Digitalisierung Deutschlands nachdenkt. Unsere Bundesregierung. Die hat nämlich zum IT-Gipfel in Hamburg geladen. Und keiner hat mehr Ahnung von diesem, hier irgendwas mit Neuland, von dem Internet als unsere Kanzlerin. Frequenzenförderung und dann war das, Forschung? Nee, war nicht Forschung. Es war irgendwas. Fusselrolle? Ich würde sagen, Festnetz. Festnetz. Die IT-Branche ist von so viel Know-how natürlich begeistert. Das, was da auf dem Plenum geredet wird, das sind Allgemeinplätze. Das sind Sachen von vor 2-3 Jahren. Pappalapapp. Unser Innenminister zum Beispiel, der ist doch ein crazy Computercrack. Wenn die Daten von einer Cloud geklaut werden, ist es dann noch eine Cloud oder nicht eigentlich eine G-Cloud? Ich finde den Begriff Cloud sowieso nicht vernünftig. Was wäre denn der Begriff, den Sie vorschlagen würden? Na, die gemeinschaftliche Nutzung von Servern in hoffentlich sicheren Räumen. Das war nicht so griffig, ne? Nein, da finden wir sicher noch einen griffigen Begriff, aber jedenfalls Cloud nicht. Ach, kein Stress. Bis jedes Dorf schnelles Internet hat, dauert es ja eh noch. Man hat ja zum Beispiel Zeit, bis sich so eine Internetseite aufbaut auf dem Land, um einfach auch noch mal Kuchen zu essen oder zu backen, wahlweise. Ja, wir müssen endlich mal wieder über Entschleunigung nachdenken. Ja, die Dynamik, die Hektik, der Stress. Du kannst doch nicht sagen, wir machen ein Anti-Stress-Gesetz im Bundestag und gleichzeitig treiben wir die Digitalisierung voran. Von der Bundesregierung würde ich mir mehr Taten und weniger Presseveranstaltungen wünschen. Ach was, den NSA-Datenskandal hat die Regierung doch zum Beispiel komplett von der Festplatte gelöscht. Also von ihrer. Oh, eine Google-Brille. Kann ich damit auch die E-Mails von Politikern lesen? Ha, leider nicht. Dann eben analog. Dürfte ich einfach mal so eine Mail von Ihnen lesen? Irgendeine? Nein. Aber das wäre doch nur fair. Ja, warum ist das fair? Ja, weil meine Mails werden ja auch immer mitgelesen. Und nicht von mir. Sicher? Sicher. Ja. Dann vielleicht von der NSA. Das mag sein, aber es gibt, wenn einer klaut, dürfen auch nicht alle klauen. Aber ich frage Sie ja nicht. Ich würde auch eine SMS von Ihnen lesen. Nein, erst recht nicht. WhatsApp. Erst recht nicht. Trema. Gar nichts dürfen Sie von mir lesen. Eine Twitter-Meldung. Nein, es sei denn, Sie sind mit mir bei Twitter zusammen. Ja. Leider bin ich auf Twitter mit niemandem zusammen. Aber ein Selfie mit dem Dobrindt könnte ich twittern. Ach ja, Sigmar Gabriel ist ja auch hier. Der kann mir doch bestimmt erklären... Kleiner Scherz. Lieber auch ein Selfie machen. Wir beide. Okay. Toll. Das reicht doch auch an technischem Fortschritt. Oder, Frau Bundeskanzlerin? Frau Merkel, nur eine kurze Frage. Eine kurze... Es eilt ja nicht. Das Internet läuft ja nicht weg. Am besten faxe ich ihr meine Frage einfach.